Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wir sind an eben gleicher Stelle wie im letzten Video, ne? Wir haben ja, oder beziehungsweise ich habe mich entschieden, dass man hier das Ganze jetzt nicht in einem Video wahrscheinlich durchschafft. Diese ganze Konstruktion hier. Und ich nehme auch an, dass wir noch so 10 Minütchen brauchen können. Ich könnte mir generell angewöhnen, zwischendurch mal von meinen merkwürdigen Chemikalien da welche zu bauen. Einfach damit wir auch wieder Platz im Inventar haben, um Sachen mitzunehmen. Wir haben jetzt sehr viel liegen lassen im letzten Video, weil wir einfach keinen Platz hatten. Devorantis. Kann man mal machen. Dann haben wir wieder ein bisschen was da. Machen wir 8. Da war genug. Das Gelumpe da, das machen wir auch mal. Oh, verdammt. Das kann ich sonst nichts mehr machen. Ja gut, es ist halt so. Dumm gelaufen. Das ist ein Tor? Ich glaube, da müssen wir rein. Verschlossen. Okay, da ist ein Belly her. Das heißt, wir müssen erst noch ein bisschen was anders machen hier. So, und ich nehme ganz stark an, dass wir das darüber ziehen müssen. Nichtsdestotrotz gehe ich aber erstmal hier vorbei und gucke mich da um. Hier ist aber nichts. Ja, dann gehen wir halt weiter. Alles ist gut. Alles ist fein. Lasst uns froh und munter sein. Das ist schon anstrengend, ne? So. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Werden wir sehen. Also wieder hoch. Habe ich die Frau richtig verstanden? Hallo? Du musst mich helfen. Mir. Was ist denn jetzt los? Hallo? Hilfst du mir? Ich würde da gern hoch. Hilfe? Melly? Das ist doof. Finny, das finde ich nicht gut, was du da machst. Aber ich nehme halt die Leiter, ist ja gut. Ist ja gut. So, was müssen wir jetzt wieder machen? Also, ist ja schon ein bisschen verwirrend hier auch, ne? Ist nicht viel, aber es ist ein kleines bisschen verwirrend. So. Sollte ich das hier brauchen? Ich glaube nicht. Oder doch? Ich probiere es einfach mal. Mal sehen, was passiert. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das gerade den Sinn hier macht. Weil da sind ja eh keine Ratten. Da sind ja eh keine Ratten. Keine Ratten. Ist mir jetzt gerade echt ein bisschen schleierhaft. Ganz ehrlich sagen. Musst du mir erklären. Was machen wir jetzt hier? Hm? Was machen wir denn jetzt hier? Fräulein. Bin echt überfordert gerade ein bisschen. Habe ich nicht im letzten Video noch gesagt, das ist gar nicht so schwer mit den Rätseln? Jetzt checke ich es gerade nicht. Aber das liegt in erster Linie daran, dass ich nicht weiß, wo Hugo und Lukas sind. Weil die sollten ja irgendwie mal zu uns kommen. Oder wir wieder zu denen, ich weiß es nicht. Ich glaube, generell geht es jetzt ja natürlich erstmal darum, dass wir hier die Ratten alle wegkriegen. Die Frage ist, wo sind denn da noch welche? Vielleicht muss ich hier noch... Ne, ich kann hier nicht runter. Wieso kann ich hier nicht runter? Hol das mal wieder her. Ach je. So, jetzt lass mal gucken. Wo haben wir denn noch Ratten? Da haben wir keine Ratten. Da drüben. Da drüben ist das einzige hier, wo noch Ratten sind.
Ich gehe mal da drüben runter. Ich mache das einfach mal. Alles andere macht ja keinen Sinn. Das bewege ich damit. Das bewegt Melly eigentlich gerade, ne? Die steht doch da drüben. Ja, man muss so ein kleines bisschen schon die Verbindung checken hier, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier runter gehe... Wenn ich jetzt vielleicht noch ein Stöckchen hätte... Ey, da sind sie ja wieder, die ganzen Viecher. Ist das hier so ein... Das hängt hier fest. Moment mal. Hier ist vielleicht doch wieder rüber bewegen. Ups. Da werde ich vielleicht ein bisschen schneiden müssen in diesem Teil. Das müsst ihr nicht alles sehen, was ich jetzt hier... Ah, so, richtig, oder? Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, ein schönes Gewölbe. Einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. So. Jetzt müsste sie ja eigentlich das Ding von da drüben rüberholen, oder? Machst du das? Dann können wir die... Dann... Nee. Jetzt! Ah. Lass die Drachen frei! Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher! Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie! Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht! Gut, jetzt sind die alle in dem Grab. Sehr schön. Na, hat ja doch jetzt alles in einem moderaten Zeitraum stattgefunden. Vielleicht schneide ich auch nichts weg. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, vielleicht aber doch. Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern? Ja? Ja, mach doch. Natürlich. Muss aufmachen, ist zu. Ich war schon da. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Vorerst. Und dann geht es in das nächste Kapitel. Kapitel Nummer 8, unser Zuhause. Und es ist Tag. Und ein Musikus spielt. Du hast schlecht geträumt. Warum das denn? Du bist schon wach? Ja, klar, ich hab Sonne ganz scheint. Viele Sachen gefunden. Bestimmt schon Frühstück dir, gemacht? Sie werden dir gefallen. Ja, lass uns doch mal von Hugo führen. Warum auch nicht? Los, komm! Ich bin da. Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Er heißt tatsächlich Lukas. Geil. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Der baut bestimmt gerade irgendwas. Die Sonne beherrscht den Mond, anstatt sich mit ihm zu vermählen. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Links. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Das muss es sein. Ja. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Mal eben. Hier. Gut, dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier.
Hugo. Wow, das große Werk. Soll ich da einen Puff? Das Puff verpasst. Oh, war auch nicht so gut. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Ja, mach du noch ein bisschen, ne? Du kennst sie aus. Ja? Liegt da sonst was rum? Was ist das denn? Amphore mit nichts? Okay, da liegt noch was. Ich hätte jetzt gerne Werkbank, ehrlich gesagt. Fände ich geil. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Die ist auf Raubzug bestimmt. Ist sie schon aufgebrochen? Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Werkbank, hallo. So, warte mal, Hugo. Oder nicht? Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Naja, ich werd später noch Zeit haben. Boah, ist das hell. Hallo! Komm, Amicia, mach mit! Warum? Na, habt ihr beiden Spaß? Ach, hallo. Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Darf ich erstmal in die Werkbank vielleicht? Ja, ich gehe erstmal in die Werkbank. Komm. Wir reden gleich. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nachher nicht mehr zur Werkbank komme. Ich weiß, diese Angst ist wahrscheinlich unberechtigt. Warum rennt die Frau nicht? Geht das auch mit schnell hier? Nee, geht scheinbar nicht. Aber egal, der Weg ist ja nicht zu lang. Wahrscheinlich können wir gar nichts machen. Tatsache, wir können nichts machen. So ein Quark. Ich hasse es. Ich will doch nur was machen. Mal gucken, wer dich noch Zeug. Wir müssen die Strommatratzen zusammenflicken. Feuerchen müssen wir mit Sicherheit nachher wieder anmachen. Oh gut, guck mal. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Ach, das sind die Geschenke da, oder was? Irgendwie macht sich mir gerade das Gefühl breit. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Dass das Spiel gerade erst richtig losgeht. So, also, jetzt bin ich hier mal so weit durch, glaube ich. Ich probiere es jetzt nochmal an der Werkbank was zu machen. Aber höchstwahrscheinlich geht da immer noch nichts. Habe auch ziemlich viel rausgehauen für meine ganzen Chemikalien da. Tatsächlich, jetzt geht was. Okay. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, jetzt sind schon 3 von 5 Sachen hier auf Maximum, ne? Sehr schön. Also, dann reden wir mal mit der Frau. Firma Frauengespräche. Mal sehen, was dabei rauskommt. Nagellack. Fußmassage. Feuchtigkeitscreme. Wir werden sehen. Wo ist sie denn da? Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo... Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia! Oh. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre.
Amicia, komm bitte. Das ist seine Art, glaube ich. Ja, Hugo. Darf ich was jetzt? Was hast du gefunden? Also ich kann zu ihm gehen? Okay. Hier ist alles erledigt. Nichts mehr zu reden. Natürlich haut ihr eines Tages ab da und unten, weg. Da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Oh, was? Ich folge dir. Ich sehe nichts. Wo ist er jetzt? Hugo? Renn doch nicht so schnell. Junge. Ich bin älter als du. Gebrechlich. Kurz vor der Rente. In dem Zeitalter waren wir da kurz vor der Rente. Da gab es gar keine das Rente. Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Vielleicht müssen wir Hast das Zeug da Baum wegmachen. Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Oh, ein Schmetterling. Komm zurück. Hallo, wo gehst Schmetterling. Du hin? Schmetterling, yeah. Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Oh, was ist los? Der Baum. Interessant, ja. Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, kannst nein, du nein. Oje. Oje. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Das ist tatsächlich nicht ja. schön. Die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt, in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut oh, mir leid. Oh, Splittergranaten, sowas. Ich muss ja? weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald Boah, zurück. Das sieht schon heftig aus. Das arme Kind. Eieieiei. So, unser Zuhause. Triff Millie im großen, in der großen Halle, um mit ihr aufzubrechen. Die große Halle. Wo ist denn die große Halle? Das hier ist für mich schon eigentlich eine relativ große Halle. Ja, wenn da nicht so ein Zweig wäre, der das Ding irgendwie sperrt für alles, wäre die sogar noch größer. Ah, hi. Na? Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Endlich. Sache noch. Laurentius hat einmal her. Gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Und dann sind wir auch schon im Kapitel 9. Im Schatten des Walls. Das war ein kurzes Kapitel jetzt. Der Wald. Das Grauen. Erste Regel zum Überleben. Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Oh, du der bist Schmerz. So ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Die Stadtmauer. Hallo.
Also da muss die Bibliothek drin sein, da muss dieses... Ich habe den Namen des Buches leider vergessen. Also dieses böse Buch drin sein. Und das müssen wir holen. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten. Der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Der Biss wütet hier. Hast du ihn gekannt? Oh. Ein Dieb. Oh. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los. Ein Stock? Wo ist denn da ein Stock? Warte. Das ist ja auch alles historisch wichtig hier, sich das anzugucken. Was ist denn für ein Stock? Ich dachte, der wurde jetzt irgendwo vielleicht reingesteckt. Also, was hat man damals gemacht? Ja, also, glaube ich. Aber gut, der ist jetzt wahrscheinlich hier einfach nur elendig verhungert. Weil eine Guillotine ist es nicht. Wie es ja eine Zeit lang in Frankreich auch sehr praktikabel war. Oder vielleicht ist es... Normalerweise ist es doch das mit einer Axt hier. Da kommt doch ein Mann mit einer Axt. Aber da hat er oben auch fast keinen Platz. Ist ja auch egal. Will ich mich jetzt auch im Detail nicht damit befassen. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung. Aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Na, ich versuch's. Ich tue, was ich kann. Na, bitte. Das ein oder andere Mal würde ich nicht vermeiden lassen. Mit dir. So, jetzt sind wir also in der Stadt. Sehr Glück. Schön. Dir ja, danke. Im Schatten des Balls. Nochmal. Findet die Universität. Wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle, was haben die nur vor? Ich weiß, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Soll ich denen mal folgen? Kommen da noch mehr vielleicht? Die Tür? Die ist uninteressant, okay. Das ist die Frage. Gehen wir da lang. Nach oben. Oder gehen wir da lang nach oben? Ich gehe erstmal da lang, würde ich sagen. Ich glaube, da hinten ist auch schon Ende. Hier gibt es aber wenigstens ein paar Gegenstände. Da gibt es einige Gegenstände. Ja. Wo ist eine Werkbank? Nirgends. Na gut. So. Alles gut. Vielleicht sollte ich irgendwas ausrüsten. Zumindest erstmal Steine, haben wir das meiste. Beziehungsweise die haben wir am meisten. Ich nehme an, wenn ich jetzt da rausgehe, dann habe ich einen netten Blick über die Stadt und kann die Universität sehen. Wow. Da drüben, wow. Das muss die Universität sein. Das Licht. Das auch beleuchtet. Gefällt mir ganz super. Und gar nicht. Muss ich mal ein bisschen hier sacken lassen erstmal. Das ist ja geil. Das sieht richtig geil aus. Und da muss ich mich jetzt durchschleichen. Bis dahinter. Na super. Mach ich das so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig einfach über die Dächer? Oder mache ich das lieber unten? Ich glaube, es geht nur unten. Weil sonst wäre es ja Assassin's Creed. Und hier geht es nach unten. So wie es aussieht. Bin ja mal gespannt. Ah, 5 Minütchen machen wir noch für das Video. Also mal gucken, ob sich irgendwo... Gut. Es ist ganz schön weit. Eine interessante Stelle für einen Cut. Also los. Also gut. Wir bleiben mal in der gehockten Haltung einfach nur, damit wir nicht so viel Krach machen. Wir haben ja inzwischen schon eine lautlose Schleuder. Das ist der Vorteil. Aber lautlose Schuhe haben wir leider noch nicht. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schon gut. Ihr wagt so ein paar Sachen.
Verdammte Bourgeoisie. So. Freunde. Was haben wir denn hier? Ich könnte da runter. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Oder ob das so eine gute Idee ist. Da unten ist jedenfalls mal niemand. Das wäre also gar nicht so übel. Hier bestünde jetzt die Möglichkeit, auch runter zu gehen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen zu heikel. Wenn da rechts jemand steht, weiß ich halt nicht. Jetzt gehen wir mal da drüben erstmal langsam runter. Das ist total spannend. So, welche Richtung war es denn? Ungefähr die, oder? Muss ja. Schauen wir mal. Das wäre die andere Treppe gewesen, ne? Ja. Da vorne ist jemand. Okay. Kann ich aber wahrscheinlich erledigen mit einem Stein. Oder mit dem Dingensbummens da. Devorantis. Aber erstmal nicht. Moment, nicht rennen. Da geht's nicht weiter, da ist dicht. Okay. Also es lässt uns auch gar nicht so viel Blödsinn machen, das Spiel. Das ist ja ganz gut. Es gibt ja durchaus Spiele, da kann man Blödsinn machen und dann macht man halt irgendwann nur noch Blödsinn. Ne? Und das Spiel geht aber nicht Vorsicht. Weiter. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Oh, da sind Ratten. Wird verhaftet und hingerichtet. Okay. Kriegsrecht. Gegner, die im Kopf. Ich kann's nicht glauben. Oh. Warum jetzt? Schade. Na gut, kümmern wir uns vielleicht erstmal um den Herrn da drüben. Der scheint ja still zu stehen. Oh, das sind zwei. Jesus. Müsste aber funktionieren. Also Devorantis. Ich weiß nicht, ob er einen Helm hat. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht, aber ich mach's einfach mal. Es war sehr knapp, ey. Heieiei. Bin ich unvorsichtig. Jetzt habe ich gleich wieder das da, das Somnum weggehauen hier. Aber komm, wir machen mal. Plupp. Und das war's auch schon wieder. Ach du Scheiße. Also das ist tatsächlich intensiv, das Zeug. Das ist materialintensiv. Ich glaube, da können wir froh sein, wenn wir immer eins dabei haben. Hier ist echt, echt sowas von fucking dark, ey. Kommen wir gar nicht mehr zurecht. Naja, ich soll hier ja wohl offensichtlich auch nicht lang. Was wir jetzt müssen, ist den Kollegen da drüben. Okay. Da kann man wieder ein Fackelchen entzünden. Aber ich würde sagen, jetzt ist die Zeit für, also die optimale, die fast optimale Videolänge eigentlich erreicht. Deswegen machen wir hier im nächsten Video weiter. Ja, sofern ihr natürlich möchtet. Ich würde mich ganz sehr über ein Däumchen freuen, wenn es euch gefallen hat. Oder über ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin.